Herzlich willkommen. Nach dem ersten Erfolgserlebnis letztes Mal gegen den FC Bayern hofft man nun auf den nächsten Sieg gegen Hannover 96 und auf eine gleiche Vorstellung. Korkmaz verliert hier erstmal den Ball. Bajramovic holt ihn sich wieder. Bajramovic für Schwegler in die Partie gerutscht, da dieser verletzt ist. Andreasen, Schlaudraff. Aruna Kone mit dem Pass wieder auf Andreasen. Aber gut aufgepasst von der Defensive der Frankfurter. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ox, Korkmaz, zurück auf Ox. Aldintop. Schöner Seitenwechsel auf Jung, der auf Köhler. Und der mit dem Ballverlust, aber Einwurf für Frankfurt. Und jetzt ist Jung auf der linken Seite durch, bringt den Ball in die Mitte. Aber dort ist niemand, der ihn verwerten kann. Noch einmal die Chance und da ist er drin. 1-0 Eintracht Frankfurt, Martin Fehnin. Stark nachgesetzt von, ich glaube, Aldintop. Ja. Bedient dann Fehnin, der den Ball nur noch reinhämmern muss. Schönes Tor. Weiter geht's. Schön den Ball erobert. Neuzugang Cater. Rüber auf Korkmaz, der zu Aldintop. Der sieht bei Ramovic. Na, aber dessen Pass kommt nicht an. Andreasen. Schlaudraff. Immer noch Schlaudraff. Rennt sich fest, kriegt aber den Freistoß. Abgefälscht durch die Mauer und Fährmann ohne Probleme. Ox. Auf den Torschützen, auf Martin Fehnin. Jung. Köhler. Cater. Schade. Der Schussversuch wurde abgeblockt. Und der Gegenzug über Aruna Kone. Aber gut von Ox aufgepasst. Bajramovic. Aldintop. Fehnin. Und wieder Cater. Diesmal kommt der Schuss durch und da ist er drin. Kader Keita, zweites Spiel, drittes Saisontor für den Mann, der von Galatasaray Istanbul nach Frankfurt kam. Schöner Spielzug, Fehnin mit der Torvorlage und Keita hämmert das Ding rein. Fromlowitz. Ohne Chance. Heute ging es vor allem darum, sich die Vorherrschaft im Mittelfeld zu erkämpfen und gleich für klare Verhältnisse zu sorgen. Kone zieht einfach mal ab. Aber überhaupt keine Gefahr für Fährmann im Tor der Eintracht. Köhler. Aldintop. Wird nicht gefoult, das war der Halbzeitpfiff. Frankfurt führt zur Halbzeit gegen Hannover 96 mit 2-0 und geht somit auch unverändert in die zweite Hälfte. Franz holt sich gut den Ball. Kader Cater auf bei Ramovic. Raus auf Korkmaz. Martin Fehnin setzt sich da schön durch. Auf Cater, der raus auf Köhler. Der mit der Flanke und Fehnin.
Schade, er ist nicht der Allergrößte. Trotzdem, ein guter Spielzug. So kann es weitergehen. Andreasen raus auf Chirondolo. Dessen Pass allerdings zu ungenau, erobert sich den Ball aber wieder. Zieht so. Wieder Keita. Kader Keita, der ist verdammt schnell, hat man auch beim zweiten Tor gegen die Bayern gemerkt. Flanke. Aber vorerst geklärt. Der Ball aber weiterhin im Besitz der Eintracht. Jung auf Köhler. Der ist da völlig frei, wird nicht angegriffen. Keita bei Ramovic. Altin Torp. Ah, ein Tick zu lang für Martin Fenin. Korkmaz gewinnt das Kopfballduell bei Ramovic. Korkmaz. Fenin, Altin Torp. Keita schön zu Köhler weitergeleitet. Tor. 3-0 Eintracht Frankfurt. Benjamin Köhler erzielt sein erstes Saisontor. Allerdings sah der Torhüter, ich glaube Fromlowitz müsste dort im Tor stehen, nicht allzu gut aus. Oh ja, der war nicht unhaltbar. Aber gut. Jeder hat mal einen schlechten Tag und hält dann wie Rensing. Egal. Fenin raus auf Korkmaz. Der zieht in den Strafraum, flankt. Köhler, schade. Franz jetzt hier mal mit dem Fehlpass. Bügelt die Sache aber selbst wieder aus. Köhler. Keita, wunderbar gemacht. Martin Fenin. Halil Altin Torp mit der Flanke. Keita. Schade. Oh, jetzt kommt Forsell in die Partie. Der Finne, der bei Hannover nicht wirklich zeigt, was er eigentlich kann. Mir kann es egal sein. Noch einmal in der Nachspielzeit vielleicht die letzte Chance. Fenin. Fazit. Egal. Frankfurt gewinnt auch dieses Spiel gegen Hannover mit 3-0. Hier die anderen Ergebnisse. Auf den ersten Blick keine größeren Überraschungen. Und Frankfurt macht einen Riesensprung. Ich glaube von Rang 14 auf Rang 6. Nur noch 2 Punkte vom ersten Platz entfernt. Obwohl das sicherlich nicht das Ziel sein wird. Nürnberg weiterhin das einzige Team mit noch keinem einzigen Punkt abgeschlagen auf dem 18. Tabellenrang. Bei der Tabellenführung hat sich auch etwas verändert. Schalke hat aufgrund der besseren Tordifferenz den Hamburger Sportverein überholt. Gut, das war's für heute. Und bis zum nächsten Spiel gegen den ersten FC Köln.